Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt von mir. Und zwar spielen wir Let's Play DayZ Standalone. Eine ursprüngliche Mod aus Arma 2, DayZ, jetzt als separates Spiel, als Standalone. Werden einige vielleicht schon gesehen haben. Und ich spiele es nicht alleine. Nein, ich habe mir Verstärkung geholt. Hier sieht man auch schon, das ist der liebe Tomik. Servus, Tomik. Ja, Ja. hallo. So, genau, gib die Jo, Hand. Zeig mir genau. fünf. Ja. Jo, also wir sind hier auf einem Server eingeloggt, wo momentan ja durchschnittlicher Betrieb ist, würde ich mal sagen. Und ja, für uns ist das Spiel relativ neu. Wir haben mal ein paar Minuten reingezockt, einfach um ein Feeling für die Steuerung und so zu bekommen. Aber wir sind eigentlich total blank so vom Inventar. Wir haben gar nichts bei uns. Wir haben uns hier jetzt recht mühsam gefunden, hier an dieser Stelle an der Ostküste und müssen jetzt versuchen, uns erstmal so ein bisschen Material zu organisieren, sprich was zu essen, was zu trinken, weil das ist wichtig, das braucht man hier in DayZ, ansonsten ist das Spiel ziemlich schnell zu Ende. Ja, das wird auch so ziemlich schnell zu Ende sein. Ja, okay, Tomek, der alte Optimist. Ja, Ja, aber ich würde sagen, bevor wir hier groß rumquatschen, lass uns lostigern, lass uns schauen, ob wir wo was finden. Jo, gehen wir mal erstmal hier zu der Fabrik, gucken wir da mal nach. Ja, das denke ich eine Vielleicht. gute Idee. Ja. Also hier in DayZ, es spielt ja in einem post-sowjetischen fiktiven Staat, Tschernarus heißt er, glaube ich, ne? Und es ist hier wohl eine Katastrophe ausgebrochen, eine Krankheit. Es war wohl ein Virus, was grassiert ist und was die Bevölkerung zu Zombies hat werden lassen. Gut, es ist im Moment in diese ganzen Zombie-Spiele. Und es gibt halt ein paar Überlebende, die wohl immun sind. Das sind die Survivors, da gehören wir dazu, die Überlebenden. Und wir werden hier jetzt natürlich auch auf den einen oder anderen Zombie treffen, hoffentlich nicht sofort, sondern mir wäre es recht, wenn sie sich ein bisschen Zeit lassen würden. Und natürlich auch sind andere Spieler mit hier auf diesem Server und das Ganze macht ja die Nummer so spannend, weil man ja nicht weiß, wie verhalten sich die anderen Spieler. Sind die freundlich, sind die aggressiv, das weiß keiner. So, was haben wir hier schon? Das ist schon was zum Looten. Ja, kannst du nehmen, das ist Schrott. Wobei man ja sagen muss, die Gefahr sind nicht die Zombies, sondern die Gefahr sind die anderen Spieler. Das ist richtig, die Zombies sind berechenbar, ne? Ja, ach guck mal, ich habe einen Schraubenzieher gefunden. Ich habe einen Dosenöffner Ach, den gefunden, den kann ich nehme ich ja mal nicht mit. nehmen. Ach Mensch. So, meins, Edge. Doch, warte mal. Vielleicht. Ja doch, jetzt. Ich habe die Batterie mal in der Taschenlampe gesteckt. Ja, bist du nach oben gegangen? Jo, ich gehe mal weiter nach oben. Okay. Also hier ist nix. Ich schalte mal um in die Third Person. Da tue ich mir ein bisschen leichter beim Looten. Ja. Das geht auch wenn es von einigen als Cheaten beschrieben wird. Aber gut, ich sag mal, solange die Möglichkeit im Spiel da ist, wieso sollte man sie nicht nutzen, ne? Ja, ich habe hier eine Schaufel. Wow, jetzt wäre ich fast runtergeflogen. Ach, du bist ganz nach oben geklettert über die Ja, Leiter. genau, ich bin auf dem Dach. Ah, okay, nee, das tue ich mir nicht an. Da fliege ich bloß Nee, runter. Das nee, muss ja nicht hier sein. ist aber auch gar nichts. Das können wir uns Okay. ersparen hier. Gut. Also ich gehe mal die Treppen wieder nach unten ins Erdgeschoss und halte mich dann links. Ich gehe links raus aus dem Gebäude dann. Ja, du weißt du, ne? Du sagst links, ich gehe rechts. Ja. Kennst mich ja. Ja, das stimmt. Also die Kommunikation, die können wir, glaube ich, noch verbessern, aber wir werden es hoffentlich hinkriegen. Ich gehe mal ins nächste Haus, wenn du Richtung Sonne gehst, das nächste Gebäude. So ein großer Komplex, so eine Maschinenhalle, würde ich sagen. Ohne Maschinen diesmal allerdings. Ja. Ja gut, verlaufen können wir uns hier nicht. Naja, normalerweise nicht. Wenn wir jetzt Waffen hätten, wäre es wahrscheinlich interessanter, ne? Wenn jeder woanders hinrennt und dann sieht er plötzlich den Ja. anderen und weiß nicht, dass es der ist, dass wir uns gegenseitig über den Haufen knallen. Oh ja, das wäre peinlich, ne? Friendly Fire, ja, braucht es ja nicht unbedingt. Naja, aber es soll ja schon vorgekommen sein, des Öfteren. Ja. Dass sich die Leute gegenseitig über... Oh Gott, du bist es, ich hab schon gedacht, jetzt kommt der erste Zombie Ja, angerannt. machst du dir schon mal deine Hose. Ja. Klein und schreckhaft, weißt doch. Und beim Laufen macht man ja auch Geräusche, ne? Ich gehe deshalb immer so in dieser leicht gebückten Haltung. Also es ist nicht so, weil Ja. ich Rücken habe oder sowas, sondern einfach, ich versuche möglichst wenig Geräusch zu machen. Das lockt nämlich auch die Zombies an und natürlich auch andere Spieler, die das hören unter Umständen. Hey, jetzt habe ich Mikro angemacht, Ingame. Ach Okay. Mensch, jetzt. So. Ja, ich habe schon wieder vergessen, wie man hier läuft. Ich habe alles schon wieder vergessen, Mensch. Tja.
So kann's gehen. Ach so, Doppel-W war das, ne? Doppel-W Okay. ist Sprinten, ja, genau. Also wir haben ja vor ein paar Tagen, ist schon ein paar Tage her, ich glaube eine Woche ungefähr, dass wir uns hier zusammengetroffen haben. In der Zwischenzeit haben wir dann keine Zeit gefunden, hier weiter zu zocken. Und deswegen ist jetzt gerade von der Steuerung her wieder ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich denke, Oh, wir ich habe ein kriegen es hin. Zombie gehört. Nee, aber das ist ein Und guck Bauarbeiterhelm, mal wa? hier, ich habe da ist ein Bauarbeiterhelm, ich habe hier einen Motorradhelm, der passt zu mir. Du willst jetzt nicht, dass ich dich einen komischen grünen Helm nehme? Ja, was denkst du denn? Na toll. Guck Guck mal, dir hier das liegt mal noch an hier. weiß ich nicht, eine Zange, sieht's Naja, aus. die ist nutzlos. Ja, Die hat noch ach du keine Scheiße. Funktion, doch ich sehe aus Passt wie einer von den doch. Grünen, ey. Passt doch super. Der ist ja übel. Oh mein Gott. Sag mal, habe ich einen Helm auf, wa? Ja, so ein grün Ach komm. Bauarbeiterhelm. Lass uns mal in die Häuser hier schauen, vielleicht finden wir da noch was zu essen, das wäre gar nicht schlecht, oder ein Rucksack Oh oder irgendwie ja. sowas. Essen wäre sehr gut. Aber die Türen sind schon wieder offen. Das ist kein gutes Zeichen. Ja, dann war schon jemand hier, Mist. Jawohl. Das ist ärgerlich, okay. Können wir nicht ändern? Ich schau mal zum nächsten Haus. Ja. So, Boah, jetzt ey. jammert er, dass er durstig ist. Ja, die ist auch schon auf, die Tür hier. Na toll. Aber was ich nicht verstehe, den Dosenöffner haben sie stehen lassen dann. Beziehungsweise liegen lassen, ne? Dosenöffner hast du gefunden? Ja. Oi, das ist gut. Ja, so ein Can-Opener. Badly Warst du damaged, hier in der aber. Holzhütte schon drin? Nein, mach ich noch Na nicht. gut, dann gehe ich hier rein. Ja, so ein Dosenöffner ist gut, weil der öffnet die Klamotten verlustfrei, ne? Ja, genau. Also man muss ja da erklären, dass man findet zwischendrin immer mal wieder Nahrungsmittel, die eben verschlossen sind, wie eine Dosenspaghetti oder sowas, ne? Oder Bohnen gibt es ja auch. Oh. Und die kann man nur entweder mit Waffengewalt öffnen, also mit einer Feuerwehraxt oder mit einem Messer oder eben auch mit einem Dosenöffner. Und je nachdem, welches Utensil man benutzt, desto mehr oder weniger groß ist dann der Verlust. Weil ich denke, wenn es sollte allen klar sein, wenn man mit einer Feuerwehraxt auf so eine Dose einzimmert, ja. Dann geht halt mal ein bisschen was verschüttet, ne? Ein bisschen verloren und ja, mit dem Dosenöffner geht es natürlich verlustfrei. Genau. Ja, komm hier, also ich glaube, hier ist nicht mehr allzu viel zu holen. Ne, wir müssen weiter, Wo auf sollen wir jeden hingehen? Fall. Nach Norden, Richtung Berenzin oder nach Süden, nach Solnitschi? Ich laufe dir einfach hinterher. Ich Das habe ist ja sowieso sehr eine hilfreich. Orientierung wie, weiß ich nicht, wie jemand, der keinen Kompass in der Hand hat. Ich habe auch keinen Kompass in der Hand. Ja, aber du bist ein Profi da drin. Nein, ich bin auch kein Profi darin, ich verlaufe mich immer, aber ich weiß halt hier, dass wir zwischen Berenzino und Solnitschi sind. Siehste, und ich weiß nur, dass ich mit dir irgendwo bin. Ja, okay, das ist nicht von Vorteil. Ja gut, komm, dann lass uns in die Richtung laufen. Ja, jetzt muss ich Aber erst mal vielleicht gucken, wo du sprinten, das bist. wäre wahrscheinlich geschickter. Bist du auf der Straße? Ja, ich bin der mit dem grünen Helm. Ja, weißt du, wenn es überall grün ist, ist das echt schwer, jemand mit einem grünen Helm zu sehen. Ne, du So, dann bist hier nicht. scheint's, ich habe meine ultimative Tarnung gefunden. Ich bin auf der Straße, ja? Ach so, Ja, du ich bist sehe da dich. vorne. Ja, ich sehe dich jetzt auch. Aber interessant, dass hier noch keine Zombies sind, ne? Ja, die wurden wahrscheinlich alle umgenietet. Sind wahrscheinlich schon andere hier entlang gekommen oder hier gespawnt. Das ist gut möglich, ja. Also ich renne jetzt einfach mal die Straße weiter nach Norden. Ja, ich Du komme kommst ja, hinterher. ne? Genau, da Ja. hinten kommt er. Und man soll ja im Gras rennen, hieß es, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, okay, aber wir haben nichts. Wenn uns jetzt jemand umnietet, dann haben wir nichts verloren, ne? Ja, nee, mir geht's ja um die Zombies. Ach Weil du so. weißt ja, wenn die Zombies dir am Arsch kleben, dann ist das auch nicht wirklich prickelnd. Ja gut, ich habe einen Baseballschläger, also ein kleines Okay. bisschen verteidigen können wir uns. Ja gut, dann mach du das und ich schau dann zu. Genau. So, ich warte mal kurz auf dich. Also ich renne jetzt nicht, ich laufe nur noch. Ja, ich bin schon da. Aber die beste Tarnung habe ich ja natürlich nicht, ne? Rotes Hemd, roten Helm. Ja, wir finden was Besseres, denke ich. Ja. Hoffe ich zumindest. Das sowieso. Ja, man muss aber dazu sagen, das Spiel ist gar nicht mal so einfach. Wenn man das anfängt zu spielen und man getötet wurde, verliert man natürlich alles, was man bei sich hatte. Dann fängt man nur mit einem T-Shirt an, mit einer Hose und einer Also Taschenlampe und einer so wie wir Batterie. quasi. Genau. Okay, ich habe ja schon den Schläger, den habe ich ja gefunden. Aber man fängt halt mit nichts an und das Erste, was man machen sollte, ist, sich erstmal trinken und Essen zu besorgen. Was halt nicht immer besonders leicht ist. Erst recht die Orientierung hier in dem Spiel, die hat es wirklich in sich. Ja, das stimmt Das. allerdings, ne? Ja. Zumal ja jeder Tod hier eigentlich ja
vernichtend ist, ne? Je nachdem, wie lange du schon gespielt hast und je toller die Ausrüstung ist, die du irgendwie dir mühsam zusammen erarbeitet hast, das braucht ja Stunden, ne? Bis man hier richtig gut ausgerüstet ist. Und dann Richtig. kommt ein Fehler, dann kommt ein Sniper oder einmal nicht aufgepasst, einmal vom Haus geflogen oder eine Treppe runtergeknallt oder Genau. und schon bist du weg. Und Richtig. Und das dann. Witzige ist, es gibt ja auch, sorry Tomek, es gibt ja auch keine festen Spawnpunkte hier, ne? Man spawnt ja immer irgendwo anders, also an der Küste zwar, aber das kann ja irgendwo sein und bis man sich dann wieder gefunden hat, das kann sich hinziehen. Ja, das stimmt. Aber ich habe ja zum Glück dich. Du bist da schon der Karte doch schon weit mächtiger wie ich. Deswegen ist das dann nicht so problematisch, dass wir uns finden. Du hast da den Ja. Durchblick. Ja, aber auch bloß, weil ich halt diese Karte von Genres offen habe. Zumindest, ich muss halt jedes Mal alt tappen, aber mein Gott, besser als nicht zu wissen, wo man ist, ne? Ja, das stimmt. Ja, ich bin ja schon am Überlegen, ob ich mir, also ich habe ja auch das Let's Playen angefangen, halt durch meinen Kumpel Haubi, der mich dazu gebracht hat, mehr oder weniger. Deswegen haben wir Ja. jetzt halt gemeinsam dieses Projekt hier gestartet. Er ist ja schon ein alter Hase in dem Gebiet, ich fange neu an. Aber ich Ja, denke jetzt mal, so ein zweiter. übertreib mal nicht, alter Hase, also ein halbes Jahr, ne? Das ist jetzt kein Okay, da alter bist. Hase. Ja, doch, hast schon ein halbes Jahr Vorsprung. Ja, okay, wenn Also man es ist ja so schon was, sieht. ne? So, hier ist eine kleine Zwischenstadt vor Berenzino. Sollen wir da mal kurz gucken? Ja, hallo, haben wir eine bessere Wahl? Nein, eigentlich nicht. War Siehste? auch nur, ja, war rhetorisch die Frage. Ich würde sagen, wir schauen es uns an. Oh ja. Ich hoffe, wir werden auch fündig. Ja, ich hoffe vor allem, wir treffen erstmal nicht auf andere Spieler. Oh, Oh. ich höre einen Zombie. Ja, ich habe auch was gehört. Dann nehme ich schon mal meinen Schläger Da in die kommt er Hand. schon. Straße, Jo, rechts von da. dir. Ja, ich sehe schon. Boah, gibt die Geräusche von sich. Ui, die hält aber einiges aus, wa? Oh ja. Ja, sich dabei zu bewegen, das ist gar nicht mal so easy. Ja. So, da. Ach nee, die lebt Nee, da nee, immer die noch. lebt noch. Die ist erst tot, wenn die auf dem Rücken liegt, soweit ich weiß. Man muss auf den Kopf schlagen. Ich treffe die gar nicht hier. Ah, jetzt hat die Oh, mich jetzt hast aber du was erwischt. abgekriegt, Ja, wa? ja. Steht die immer noch? Mein Gott, das gibt's Ja, ja die gar steht nicht. immer noch. Ja, jetzt ist sie platt. Ja. Gut, aber Eieiei, Zeit. die sieht nicht gesund aus. Nee, und die verschwindet auch, die droppen ja nichts, gell? Nee, leider nicht. Also soll wohl kommen. Weiß man schon, wann das kommen soll? Ach, hier wird von Woche zu Woche immer Neues hinzugepatcht, werden immer neue Sachen. Hier sollen ja auch noch Autos reinkommen. Oh, ein Rucksack. Ui, ein Backpack. Jo. Okay, ist zwar nicht meine Farbe, aber hey, egal, man kann zumindest mehr mitnehmen. Ja, sei froh, ich wollte den gerade wegschnappen. Ja, du Muss, Böser! musst du noch mal Wasser lassen, bevor wir weiterziehen? Nein. Da hast du Toiletten. Ach, ich habe auch einen gefunden. War oben einer? Ne, hier an der Tür. Oh Oh, mein ich habe Gott. eine verdorbene Banane gefunden. Ich glaube, die lasse ich lieber liegen. Ja, das, also ich sehe jetzt echt, also noch besser kann keiner aussehen. Hier, da ist mein Rucksack. Ach, schön, eine Schultüte. Ja, Ja, herzlichen Glückwunsch. genau. Tomek, wann war denn Einschulung? Wo, Ja, wie war's heute. denn? Erzähl Siehste. mal, dein erster Hey, ich hab Schultag. cool. Ich hab eine Orange gefunden, 100%. Verdorben oder Nee, ganz? nee, 100% ganz. Voll in Also Ordnung. nicht rotten. Nee, nee. Boah, gemein. Ich finde einen ollen Rucksack und eher was zu essen. Ja, Nee, das geht ja ach, gar guck nicht. mal. Eine Banane, aber da ist verrottet, Die glaube ich, ist ne? rotten, die kannst du liegen Ja. lassen. Das ist nix. Nee, da ist auch nicht empfehlenswert, was Verdorbenes zu essen. Da vergiftet man sich. Ja, wird man krank, ne? Habe ich gehört. Ja, da kriegst du eine Vergiftung, eine Lebensmittelvergiftung hast du dann und dann, wenn du keine Medikamente hast, verendest du elendig irgendwann. Also es Okay, kann nee. passieren, muss nicht. Muss nicht sein unbedingt. Aber hier sind die Türen alle zu, das heißt, Hier hier war war noch noch niemand. keiner. Genau. Ja, ist komisch, oder? Wenn vorhin, wo wir uns getroffen haben, da unten, wenn da schon die Türen offen waren, warum Ja. ist dann hier keiner hingelaufen? Kommt drauf an, in welche. Oh, ich habe auch einen Rucksack gefunden. Ja, wie geil ist das denn? Grün. Cool. Ah, ich sehe dich. Huhu. Blink mal Warte, durchs ich. Jo, Fenster. jetzt habe ich dich vorbeilaufen sehen im Schatten. Da Aber liegt ich. noch eine Oh, Thunfischdose. Achtung, da kommt ein Zombie. Ein Zombie kommt die Einfahrt hochgelaufen. Ja. Ich habe noch eine Thunfischdose. Ja, du solltest rauskommen. Denk dran, die backen durch die Texturen, Ja, ne? ich sehe schon. Jo, lenk den mal ab, das ist gut. Jo.
Gib ihm alles, gib ihm alles. Der lebt noch, gell? Beziehungsweise kann ein Zombie leben? Ja, ich glaube, der, also so wie ich das mal gehört habe, oh, ich bin hungrig, soll das wohl so sein, dass es eventuell vielleicht doch sogar möglich sein könnte, dass Menschen an so einer Krankheit erkranken, weil das verändert halt nur das Bewusstsein der Menschen und zwingt sie halt dazu, oder eher gesagt, die kriegen halt einen super Heißhunger auf Fleisch. Okay. Also die sind im Grunde genommen so wie kannst du sagen, durch so ein starkes Fieber oder sowas befallen. Und bewegen, also haben kein Schmerzempfinden mehr und solche Klamotten. Oh, da ist noch ein Zombie. Ah, da kommt der nächste. Ja, ich hab's gehört. Wo bist du? Im Haus. Immer noch? Okay, ich spiele mal mit dem Ringel rein ums Haus Wow. rum, ne? Ja, wo bist du? Ich komm. Ja, ich hab dich schon gesehen. Ich komm dir Ja, ich bringe hier entgegengelaufen. Kundschaft mit. Okay. Eine nette Dame, die ich nicht näher kennenlernen möchte. Ach komm, bestimmt. Guck Doch, mal, ich die komme hier läuft dir mit sogar Kundschaft hinterher. vorbei. Guckst du? Wo denn? Du hast sie verloren. Nee, nee, Ach da da. ist sie. Da kommt sie. Schau mal. Die Disco Queen. Ach, jetzt ist sie auf dich sauer. Okay, ist mir recht. Ja, weil du hier abgehauen bist, siehst du? Na klar. Oh, die liegt schon. Okay, prima. Ja, ich Also, muss mal was? die. Du hast was zum Essen gehabt, hieß es, wa? Jo, hier, ich droppt. Warte, aber das mache ich nicht hier. Das mache ich mal da vorne auf der Straße. So, dann sieht man das auch besser. Kriegst du eine Thunfischdose? Du hast ja Öffner. Ja. Okay. Müsste gleich kommen. Okay. Ja, also es leckt ja ab und zu noch ein bisschen, ne? Also bis da die Items dann erscheinen, Ja. es dauert ein bisschen. Als pfeift er sich die leckere Orange rein, ich glaub's ja gar nicht. Ja, ist besser, ne? Also bei mir war schon dunkelorange. Hungry. Er nimmt's nicht, er nimmt nicht mal den Helm ab, sondern er schiebt sie sich quasi durch Da ist den die Dose. Helmschlitz Ja, rein. Ah, da ist der hallo? Thunfisch, Ja, ich okay. habe keine Zeit, um den Helm abzunehmen. So, warte mal, dann. Das Haus hatten wir schon? Nee, ne? Ja, da wo halt die Türen offen sind, da waren wir drin. Also ich futter mal Okay, da warst du schon. Ja, die lass erste mal. Sardine, ne? Genau. Ja, also das mit dem Dosenöffner hat prima funktioniert. Kein Verlust und nix. Genau. Also ich esse jetzt mal die Hälfte von dem komischen Ding leer. Wobei, stellen wir sich das mal vor, man pfeift sich hier Sardinen rein. Ich Ja. weiß nicht. Aber bin immer noch hungrig. Gibt's ja gar nicht. Ja, bin ich auch. Das kennst du ja, das dauert sowieso. Ach, hier sind überall die Ja. Türen schon offen. Ja, da waren wir ja schon hier. Echt? In den Häusern Ja, auch? da waren wir schon, klar. Siehst du meine Orientierung wieder mal? Ja, ich habe gedacht, ich bin schlimm. Nee. So kann es gehen, ne? Ja, ich glaube, was Schlimmeres wie mich gibt es nicht. Also, Was die naja. Sachen betrifft. Also, das ist. Selbst hier im Real Life, Straßenschilder und so was, oh mein Gott. Da bin ich Manchmal auch nicht gerade der Held, ja. noch. Gehst du in dieses rein? Ich gehe an der Straße weiter und nimm rechts das erste, okay? Ich guck gleich sowieso, wo du bist. Du erzählst mir das, ich habe doch gar keine Ahnung, wo du meinst. Werde ich ja gleich sehen, ob ich dich finde. So, ich fürchte, ich bin schon wieder falsch gelaufen. Hier ist nirgendwo ein Eingang. Ja, hier ist aber gar Ah, nichts hier. gewesen. Nee, doch, hier ist der Eingang, okay. Okay, du bist die Straße weiter rauf, hast du gesagt, und das Braut, das Holzhaus. Ja, genau. Okay, dann gehe ich an das nächste Haus. Okay. Na, hier gibt's nichts, nee. Einmal nichts. Ja, ich hab dich gerade vorbeilaufen sehen draußen. Na, ich sehe schon, hier ist nicht wirklich viel zu holen. Ich gehe mal in die Lagerhalle weiter bei mir. Ja. Ne, hier ist nix. Aber ich weiß nicht. Irgendwie kommt mir das ganze Spiel heute schnell vor. Auch meine Maus. Ja, also es ist äußerst gewöhnungsbedürftig, die Maussteuerung. Ja. Ach, da ist noch ein Zombie. Also hier ist nichts. Bislang zumindest. Ich betone ja immer, bislang ist nichts hier. Ach, da kommt er auch schon. Aber ich schätze mal, die Lagerhalle hier, die ist vermutlich schon untersucht worden, weil die ist einfach sehr nah an der Straße, ne? Ah, da liegt noch was. Eine Schaufel, cool. Also, jetzt habe ich eine Schaufel und da drüben ist noch eine Dose. Mal schauen, was da drin ist. Ei, treffen sollte man auch, ne? Ach, eine Spraydose. Ach, je. Oh, jetzt ist er aber böse auf mich, glaube ich. Ei, Karamba, jetzt hat er mich aber. Keine Ahnung, was ich mit der Spraydose machen kann. Soll ich die da lassen? Die Spraydose, da kannst du, glaube ich, Waffen einsprühen.
Naja, aber Ach brauchen wir die Mensch. unbedingt schon, ne? Ja gut, ich Nee, kann sie ja nee. mal mitnehmen. Ich habe ja noch Kannst du Platz, da ne? lassen. Soll ich Die da brauchen wir lassen? nicht. Ja. Okay. Hast du dein Zombieblatt mittlerweile? Jo. Okay. Ja, ich bin ja echt mal gespannt, wie es so ist, wenn wir mal ein bisschen Ausrüstung haben und so. Mein Gott, bin aber ganz schön aus der Puste. Ja, das hörst du ja dann, ne? Wenn der Charakter so angestrengt atmet. Genau. Ich weiß nicht, muss man ab und zu dem Charakter auch mal eine Pause gönnen? Ja, man sollte schon ab und zu mal sich hinsetzen und den verschnaufen lassen. Okay. Ach, guck mal, ich habe hier einen schöneren Helm gefunden. Willst du einen Helm haben? So, ich habe einen grünen Helm. Ja, hier hast du den roten von mir, den Ne, den will ich Motorradhelm. nicht. Ja, Ich nehme lieber meinen tarnfarbenen Helm. okay. Jetzt will er schon wieder was essen. Sag mal, mein Charakter ist total verfressen. Hier ist ein Brunnen. Geil. Handschuhe habe ich gefunden. Oh, Brunnen ist gut. Ich habe Handschuhe gefunden. Mensch, ich. Warum kann man die Also ich nicht. trinke einfach mal ein bisschen, So. ne? Ja. Ich habe hier einen gelben Bauarbeiterhelm gefunden. Auch nicht schlecht. Also jetzt heißt es bei mir hydrated. Das heißt wohl, dass er recht gut aufgestellt ist, was den Wasservorrat angeht, ne? Ja, warte mal, wo bist du denn genau? Ich bin das Wegelchen bei dir weitergelaufen. Rechts geht so einen kleinen Weg runter. Und da ist so eine Hütte. Ach so, bist du hinter der Mauer an der. Ja, ich sehe schon. Siehst du? Und An den ich guck. Tannen, das Häuschen, ne? Ja, genau. Ich guck gerade, wo du. Ich sehe dich aber nicht. Doch, Doch, da doch. bist du. Ich sehe dich, ja. Schaust du hier rechts? Ist der Brunnen. Ja, ich sehe Hier. den. Ja. Ich schau doch einmal in das Haus rein. Jo, mach mal. Da ist ein umgefallener Stuhl. Na toll, den braucht keiner. Aber ansonsten sehe ich hier mal nichts im ersten Moment, ne. So, voll bin ich. Ui, hier liegt noch was rum. Was ist denn das? Ja, kann man die Kürbisse mittlerweile schon nehmen? Nee, Nee, noch schade. nicht. Da liegt eine Maske. Okay. Oh Gott, ich sehe aus wie ein Clown. Es ist ja Fasching, ne? Ich ziehe mal die Ja, Clownmaske an. Paul, wollte ich gerade sagen, passt doch. Ui, und ein Waffenreinigungskit. Komm, das nehme ich auch mal mit. Ist damaged, naja. Lohnt sich das Ja. ein Damage? Nee, komm, lass ich da, wenn es damaged Ich gehe ist. mal eine höher. Alles klar. Ach, aber hier kriegt man wieder die Tür nicht auf. Okay. Du, ihr, komm mal hier runter, ich schmeiß dir den Thunfisch wieder, beziehungsweise nicht den Thunfisch, sondern die Sardinen wieder hin. Ja. Hast du was zu futtern gefunden, oder was? Nee, das nicht, aber du hast ja bloß eine blöde Orange gegessen und das taugt ja so gut wie nix, ne? Ja, gut. Dann So, futter hier ich ist mal. leider Niente. Hey, schmatz mal nicht so laut. Ja, sorry. Mit Anstand hier, mit Anstand, ne? Ach. Wir wollen hier seriöses Gameplay machen und was wird draus? Ja, sorry, aber das ist leider nicht zu vermeiden. Larifari. Ist schon okay. So, was haben wir denn Meiner hier noch? schmatzt ja nicht leiser, ne? Ne. Warst du bei dem Deswegen. Haus da oben schon, im Ne, Westen? ne, da war ich noch nicht. Ah, noch nicht. Komm, dann lass uns Ei. auch noch schnell hinschauen. Jo, warte, ich muss erstmal hier raus. So. Und genau, da läufst du. Jo, also Fahrzeuge gibt es ja hier noch nicht, ne? Aber es sollen ja Ne. irgendwann kommen. Genau. Fahrzeuge genauso wie Flug, also Flugkörper, Hubschrauber, glaube ich. Flugzeuge glaube ich aber nicht. Aber Ja, da das ist kannst ja du. hier. Das ist ja eine Alpha, oder? Eine Early Access. Oh, ein Ne. Zombie! Ich meine, Daisy ist jetzt mittlerweile in die Beta gegangen. Okay. Oh, da ist ein Militärzombie. Ja, ich will da jetzt nicht mitmachen, nicht, dass ich dir versehentlich eine draufhau, ne? Boah, da kommt noch einer irgendwo. Hörst du einen zweiten? Oh ja, da Ja. kommt ein zweiter, ich sehe ihn. Mein Gott, ne. Also, es wird Zeit, dass ich ganz schnell eine Feuerwehr-Axt finde. Ui, er hat mich getroffen. Shit. Ja. Oh. Also, man hat immer noch. Mein Gott, ne. Die Viecher mal umzuknöppeln.
Das dauert aber ganz schön lange. Ja. Okay, Oh, meiner meiner liegt. liegt. Jo. Ich war schneller. Ja, du hast auch eine bessere Waffe. Was echt ist die Schaufel besser? Ich weiß nicht. Ich hab's einfach mal so gesagt, damit ich nicht so doof Dass der dastehe. uns gehört hat, dieser scheiß Zombie, der war doch ewig weit weg. Ja. Irgendwie, ich weiß auch nicht, wie die genau arbeiten. Ob die uns riechen oder ob die uns hören, ich hab keine Ahnung. Ja, duschen gibt's ja hier nicht, ne? Also vermutlich werden sie uns riechen. Gehe ich mal stark Ja. von aus. Nee, aber du, ich würde sagen, machen wir an dieser Stelle hier in diesem schönen idyllischen Dörfchen doch mal unseren ersten Schnitt, oder? Was meinst du? Können wir machen? Dann schauen wir, dass wir beim nächsten Mal direkt nach Berenzino kommen. Okay. Ja, Ja, dann sagen wir doch mal an die Zuschauer vielen Dank bis dahin natürlich fürs Zuschauen. Freuen würden wir uns natürlich über Kommentare, Tipps und Tricks, weil wir da ja wirklich Anfänger sind hier bei DayZ. Fällt dir noch was ein, Tomek? nö, ich freue mich, dass Sie uns zuschauen und freue mich natürlich, dass Sie uns weiter zuschauen werden. Hoffen wir mal. Ja, hoffen wir mal. Wir werden Ansonsten, schon hinkriegen. genau. Jo, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal. Macht es Ja. gut. Servus. Tschüssi. Ja, liebe Freunde, und damit endet die erste Folge zu unserem neuen Let's Play DayZ Standalone gemeinsam mit dem lieben Tomek. Ja, werden wir es schaffen, in der nächsten Folge schon etwas Ausrüstung zu finden? Oder werden wir versehentlich voll ins Messer der Zombies oder der anderen menschlichen Spieler hier auf diesem Server laufen? Es bleibt spannend. Bis zum nächsten Mal.